Jeder Mensch ist einzigartig. Das sagen geistige Meister. Aber diese Einzigartigkeit scheint sich nicht nur auf den geistigen Bereich zu beschränken, sondern spielt wahrscheinlich auch in dem körperlichen Bereich eine wichtige Rolle. Zu diesem interessanten Thema habe ich Dr. Uli Mohr eingeladen. Die meisten Kunden von uns kennen ihn schon sehr gut. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, haben wir unten in der Beschreibung einen Link zu seiner Webseite dort notiert. Es lohnt sich, dort reinzuschauen. Uli, Individualität, das ist eine Sache, die eigentlich jeder überall sieht. Dennoch kommen irgendwelche Superdiäten, die diese Individualität überhaupt nicht unterstützen. Da ist wahrscheinlich mehr zu sagen, als nur, dass das individuell ist. Was würdest du ganz grob zu Individualität und ja den Funktionen des Menschen, sowohl geistig, aber auch körperlich zu sagen? Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, die auch sehr, vor allen Dingen deshalb spannend, weil sie entgegen dem, was allgemein angenommen oder auch ignoriert wird, sehr eng mit dem Thema der Gesundheit des Menschen zusammenhängt. Das, was wir in der Gesellschaft als Individualität bezeichnen, ist tatsächlich nichts anderes als ein vorgegebenes Raster. Also wenn jemand sagt, das ist vielleicht das oberflächlichste und am einfachsten nachvollziehbare Beispiel, dass er eine bestimmte Vorliebe hat, jetzt im Frühjahr die Farbe blau oder gelb oder rot zu tragen mit Wildlederstiefelchen oder mit Halbschuhen oder Slipper, dann erweckt es erstmal den Eindruck, dass hier jemand tatsächlich bewusst individuell sich kleidet. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass das ein Modediktat ist, was mehr oder weniger subtil jedes Jahr aufs Neue bestimmt, was Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter anzuziehen ist. Also schon hier an der Oberfläche wird klar, dass Individualität sehr kritisch zu betrachten ist. Und tatsächlich, wenn wir der Spur folgen, das sollten wir tatsächlich tun, um die Beziehung zwischen Individualität und Gesundheit zu verstehen, dann müssen wir fragen, was denn der Gesellschaftsteilnehmer, der für mich aus psychologischer und auch juristischer Hinsicht eine natürliche Person ist, was er als individuell erlebt. Und diese Individualität des Gesellschaftsteilnehmers, also wir als Menschen, als Person im gesellschaftlichen Verständnis, haben bestimmte Vorlieben, die nicht nur die Kleidung, die betreffen bestimmte Verhaltensweisen, betreffen die Ernährung, als die wir als individuell bezeichnen würden, aber tatsächlich gesellschaftliche Vorgaben sind, weil wir einfach kritiklos irgendeiner Vorgabe, einer Animation folgen. Und das ist nicht gesund, führt auch zu einer ganzen Reihe nachweislich von Gesundheitsstörungen, die damit eine enge Beziehung zeigen zwischen eben genau dem von dir angesprochenen individuellen Ausdruck und dessen Behinderung im gesellschaftlichen Dasein letztendlich mit der Auswirkung auf das Thema Gesundheit. Also somit haben wir hier eine Problempaarung, eine Themenpaarung, die in der Gesellschaft an sich überhaupt nicht thematisiert wird. Und wenn du möchtest, können wir an das durchaus auch in aller Kürze genauer betrachten und das unter der Berücksichtigung der Individualität des Menschen und auch der Individualität der Person. Das ist eine Unterscheidung, die wird in der Psychologie an sich nicht getroffen. Das bedeutet, jegliche Modeerscheinungen, wo alle Leute mit gleicher Kleidung herumlaufen sollen oder andere Modeerscheinungen, da gibt es in vielen Bereichen derartige Sachen, sind eher hinderlich als nützlich für einen Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Für den Menschen und seine Gesundheit definitiv. Also wir müssen tatsächlich, lässt sich an sich mit wenigen Sätzen beschreiben, diese unübliche und erstmal eigentümlich wirkende Unterscheidung zwischen uns als lebendigem Lebewesen, als Menschen und der durch Bildung erzeugten Person, also dem gut funktionierenden und hörigen Gesellschaftsteilnehmer vollziehen. Also wenn wir das nicht voneinander trennen, bekommen wir kein Verständnis der Individualität und der Auswirkung auch einer nicht gelebten Individualität auf die Gesundheit bzw. deren Verfall.
Okay, das bedeutet, wenn ich mich nach Modeerscheinungen richte, dann vernachlässige ich irgendwelche Bedürfnisse, die ich habe, die nicht zum Ausdruck kommen, richtig? Definitiv, wobei das mit der Mode das harmloseste und am wenigsten schadende Beispiel ist. Aber nehmen wir nur mal das Thema der Ernährung. Eine Vielzahl von Empfehlungen über das, was man tun oder lassen sollte, was angeblich gefährlich ist und was vielleicht sogar krebserregend ist. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und eine Liste schreiben, bezogen auf das, was wir gemäß den Erkenntnissen der Ernährungsmedizin und der Biochemie tatsächlich essen oder nicht essen sollten, dann bekommen wir letztendlich eine Handlungssperre im Resultat, weil letztendlich fast nichts mehr übrig bleibt, was wir überhaupt essen können. Und das, was wir vielleicht essen können, das ist dann unter Umständen in der Wechselwirkung wieder vermeintlich so gefährlich, dass ich dann schon auch hier wieder nicht mehr weiß, was von beiden soll ich denn dann tatsächlich, was kann ich denn davon überhaupt noch essen? Und das beginnt bei so allgemeinen Themen wie Umweltverseuchung, Umweltverschmutzung, ja, die Verwendung von Insektiziden, Pestiziden. Das ist ja dann mal der Anfang, dann von künstlichen Düngern, vielleicht noch einen Schritt davor. Und dann sind wir noch nicht bei den Auswirkungen, die dann in der Ernährungsmedizin untersucht werden oder auch in der Arbeitsmedizin, welche Auswirkungen, das auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat und die Zubereitung der Lebensmittel und Kochen roh und bitte auf keinen Fall auf einem Grill. Das ist, wie man ja angeblich vor vielen Jahren schon festgestellt hat, mit dem Verzehr von krebserregenden Substanzen verbunden. Also es gibt eine Fülle von Hinweisen und vermeintlichen Forschungsergebnissen, die, wenn ich sie alle sorgfältig miteinander betrachten würde, zum Dauerfasten führen würden, weil nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Und in dieser Problematik bleiben dann die Menschen als hörige Personen in der Gesellschaft. Da gibt es ja den Ernährungsspezialisten, es gibt den Therapeuten als Spezialisten. Bleiben wir ja praktisch ein Leben lang wie ein Kind abhängig von dem, was uns der sogenannte Spezialist sagt. Und die Fähigkeit, selber herauszufinden, was man tatsächlich essen kann, vor allem jetzt in dem gegebenen Moment mit einer bestimmten Stimmung, einer bestimmten körperlichen Verfassung, das ist das, was man ja nicht über einen Kamm scheren kann. Hier gibt es kein Patentrezept, sondern hier sind hochindividuelle Entscheidungen zu treffen, die man nicht anhand eines Ernährungskonzeptes vollziehen kann. Also wir bleiben als Person, als scheinbar ahnungslos in der Sache, in diesem Spannungsfeld hängen und essen dann irgendwas, aber haben niemals mit gutem Gefühl. Also hier haben wir dann auch die Problematik, dass wir angespannt etwas essen, weil wir meinen, etwas essen zu müssen und sind uns nicht sicher, ob uns das wirklich gut tut. Und in der Anspannung kann man nicht verdauen. Verdauung ist ein parasympathischer, ein Vorgang, der in der Entspannung stattfinden muss. Gut, was wäre die Lösung jetzt? Was wäre die Empfehlung für einen Menschen, der schon so weit bewusst ist, dass er die Geschichte in die eigene Hand nehmen möchte? Was wäre die Lösung? Gut, dieser Mensch ist tatsächlich ein Mensch. Zumindest mal, wenn wir beim Thema Ernährung bleiben und Gesundheit, dann ist er ein Mensch, der verstanden hat, dass der Spezialist mir nicht sagen kann, was ich essen oder nicht essen sollte aufgrund irgendwelcher vermeintlichen Forschungsergebnisse, sondern dass es unsere Aufgabe ist, uns auf uns selbst zu besinnen, zu registrieren, in welcher Situation befinde ich mich denn? Ist es Winter, ist es Frühling, ist es Sommer, ist es Herbst? Welche Lebensmittel stehen mit kurzen Transportketten und möglichst von einem Bauern, den ich kenne, das ist die Ideallinie, über die ich jetzt spreche, stehen denn zur Verfügung? Und was steht denn für mich an? In welcher Gemütsverfassung befinde ich mich? Ich werde anders essen, wenn ich traurig oder depressiv bin, als wenn ich gut gestimmt, hochgestimmt und leistungsbereit bin. Oder wenn ich vor einer stärkeren körperlichen Herausforderung stehe oder einen Tag am Schreibtisch vor mir habe. Alles das hat Einfluss auf das, was zu essen ist. Das kann ich nur durch eine Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf das, was ich als Ernährungsintuition, als eine Art sechsten Sinn, ein Bauchgefühl bezeichne, herausfinden. Und insofern ist es
eine hochindividuelle, keine Entscheidung, sondern ein Erspüren und Erfühlen dessen, was jetzt passt. Und damit komme ich automatisch in eine Spur des individuellen, mich situations- und stimmungsentsprechenden Nährens, mit der Folge, dass es mir in meinem Energiehaushalt, in meinem Kräftehaushalt guttun wird. Es wird meine Individualität, das hat Ausstrahlung, alle anderen Lebenskompetenzen, die wir haben, auch die Bereitschaft, eben nicht den großen gesellschaftlichen Linien, Vorgaben zu folgen, sondern die Frage zu stellen, was ist denn mir in meinem Leben wichtig? Das geht ja weit über Ernährung hinaus, also über die physische Ernährung, und betrifft ja auch die Frage, womit ich mich informativ ernähre. Schaue ich mir Nachrichten an oder lese ich ein wirklich interessantes, mein Leben bereicherndes Buch? Auch das ist Ernährung. Also hier wird das individuelle Gespür in den Mittelpunkt gestellt und die Folge wird sein, dass diese Anbindung an das Thema Gesundheit über die Entspannung, über das individuell optimale Genährtsein dazu führen wird, dass sich das Gesundheitsniveau, das Leistungs- und Kräfteniveau erheblich und dauerhaft anhebt. Das bedeutet, wenn ich irgendetwas mir auf den Teller gelegt habe, mit der Absicht, das gleich zu verzehren, dann soll ich innehalten, in mich hineinspüren, ist das das Richtige für mich? Ich bin ein Praktiker, ich versuche jetzt von dir eine praktische Empfehlung zu entlocken. Was wäre die konkrete Vorgehensweise? An der Stelle ist es schon viel zu spät. Ah, okay. Wenn das tatsächlich eine individuelle Auswahl und Zubereitung eines mir zuträglichen Lebensmittels sein soll, dann beginnt es mit einer sinnlichen Erfahrung. Im Idealfall, früher sind wir ja, weil es keine Supermärkte und Läden gab, oder unsere Vorfahren besser gesagt, also ich kenne das aus meiner Jugendzeit auch noch, auf den Markt gegangen und haben Obst und Gemüse gekauft. Und dort durfte man auch alles anfassen. Man durfte daran riechen. Man konnte probieren. Und so gab es die Möglichkeit, im gegebenen Moment an dem Lebensmittel, das zur Verfügung steht, eine sinnliche Prüfung durchzuführen. Ist es das, was ich jetzt kaufen will und was ich heute oder vielleicht auch morgen von mir aus noch tatsächlich verzehren will? Dort beginnt das. Und hier werden schon vermutlich viele gleich als Zuschauer schon in eine Anspannung geraten, denken, verflixt nochmal, so viel Zeit, wo soll ich die denn hernehmen? Und wo ist der nächste Markt? Weiß gar nicht, ob überhaupt einer bei uns in der Gegend existiert. Ja, wir werden viele Abstriche machen müssen, zumindest zu Beginn, wenn klar wird, welche Potenz, welche Kraft für das Thema Gesundheit in dieser individuellen Auswahl liegt. Und zugleich aber auch mit Bestürzung feststellen, wie weit wir von dieser Ideallinie entfernt sind. Also nicht meditieren vor dem Teller der zubereiteten Speise, wer auch immer das gemacht hat, sondern ganz real, ganz bodenständig würde es beginnen mit der sinnlichen Auswahl, sehend, hörend, riechend, tastend, schmeckend, tatsächlich auch hörend. Denn Chips, Kartoffelchips aus der Tüte fürs Fernsehen, für den gemütlichen Abend vor dem Fernseher sind wohlbedacht, geräuschoptimiert hergestellt. Weil wir auch über das Zerkauen und über das Geräusch dabei eine Rückmeldung bekommen, wie hochwertig ein Lebensmittel ist. So beginnt an sich die Auswahl des Lebensmittels und im nächsten Schritt werde ich dann zu Hause genauso intuitiv mit den Augen, mit den Sinnen festlegen, was ich miteinander essen will. Habe ich Lust auf Fleisch oder auch nicht? Vollkommen losgelöst von dem Dogma, dass man vegan, vegetarisch, laktovegetabil oder vielleicht auch gar nichts essend als Lichtsäuger durchs Leben gehen soll, sondern beiseite lassend all diese Konzepte und Patentrezepte, diese religiösen Dogmen letztendlich der Ernährung und mit der ganzen Aufmerksamkeit auf dem, was jetzt tatsächlich ausgewählt von mir zur Verfügung steht. Und dann werde ich die Entscheidung treffen im zweiten Schritt, esse ich das alles einzeln, esse ich das roh, esse ich es gedämpft, gekocht, kombiniere ich irgendetwas miteinander und das ist ein sinnlicher Prozess. Also die Intuition ist nichts diffus, magisch, mystisches, für die ich regelmäßig meditieren müsste, sondern es ist ganz pragmatisch, bodenständig die bewusste Nutzung meiner Sinne bis hin zur Zubereitung der Speise. Temperatur, mag ich es lieber kross, mag ich es lieber nur leicht angedämpft, mag ich es matschig gekocht, mit welchen Gewürzen will ich es essen und zwar erst Gewürze und ganz zuletzt Salz und nicht umgekehrt und vor allen Dingen auch kein Salz, bevor ich nicht das erste Mal gekostet habe. Es ist eine interessante
Beobachtungen in Lokalen. Die Gäste bekommen das Essen auf den Tisch gestellt und sie haben nicht probiert und der erste Griff geht zum Pfeffer- und Salzstreuer. Genau. Ja, das ist programmiertes, manipuliertes Verhalten. Gut, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind wir von dieser Situation weit, weit entfernt. Also mindestens der typische Arbeitnehmer, der irgendwo 8 oder auch mehr Stunden bei der Arbeit verbringt und nach Hause kommend hat er gar nicht so viel Lust, sich mit dem Thema weit auseinanderzusetzen. Davon sind wir weit entfernt. Was würdest du jetzt also diesen Menschen empfehlen, was in diese eingeschränkten Möglichkeiten dennoch möglich wäre? Im Grunde genommen ist das alles möglich, denn selbst wenn ich in einen normalen Supermarkt gehe, ist zwar mittlerweile alles in Plastik verpackt und ich muss außerdem auch noch einmal Handschuhe anziehen, um irgendetwas aus dem Regal, Gemüse, Obst und dergleichen nehmen zu dürfen. Aber bis auf diesen Blindkauf kann ich alles weitere, die sinnliche Prüfung, die Zubereitung, die Achtsamkeit auch in der Zubereitung der Speisen, alles das kann ich sehr wohl praktizieren. Und es kommen auch noch, wir können das ja jetzt nur in der Kürze streifen, es kommen auch noch eine ganze Reihe weiterer Aspekte hinzu, auch so bodenständig wie enorm bedeutsam in der Auswirkung, zum Beispiel bezogen auf die Küchengeräte, mit denen ich das mache. Haue ich alles in einen Mixer und drücke auf den Knopf oder nehme ich ein wirklich, wirklich gut geschärftes Messer und zerteile mit großer Achtsamkeit die Karotte scheibchenweise, weil ich sie heute in Scheiben, tatsächlich, das meine ich vollkommen ernst, heute für diese Speise in der Kombination mit bestimmten anderen Gemüsearten in Scheibchenform am ansprechendsten finde. Das muss ich ja nicht begründen. Es ist, Intuition kann man nicht begründen. Sie ist ein Vorgriff auf das, was passieren wird. Und es kann sein, dass ein anderer Tag etwas in feinste Würfelchen geschnitten, wiederum die Karotte von mir aus, die Entscheidung sein wird. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt weiter in die Tiefe gehen, dann kann es sein, dass zu viel Informationen auf einmal aufkommt. Ich würde vorschlagen, dass wir bei diesen wertvollen Tipps von dir belassen. Und jetzt meine Empfehlung an alle Kunden, diejenigen, die dieses Video sich anschauen, es lohnt sich, die Intuition zu trainieren, dort reinzuschauen. Besonders die Männer haben damit ein bisschen Problematik. Also lohnt sich, weil dahinter steht die Möglichkeit, auf eigene Gesundheit einen richtig aktiven Einfluss auszuüben. Okay, ich freue mich, dich nächstes Mal wieder bei meinem Video begrüßen zu dürfen. Ade. Ganz meinerseits, lieber Jan. Ja, okay.